gut, dann haben wir Gabriel eingeheizt. Was könnten wir... Ach so, warte mal, die Liste. Oh, nee. Da kann ich nichts anfangen. Bestuhlungs... Wir müssen ja wissen, wo der von Glover sitzt. Warte mal. Müssen wir vielleicht doch nochmal nach oben in diese mittlere, in diese große Loge da rein? Wo wir eben drin waren. Können wir das hier? Nee, ich wollte nicht raus. Mann. Oder hier den vielleicht? Nein. Okay, aber wie... Müssen wir jetzt zu Gabriel zurück oder was? Also irgendwie müssen wir doch jetzt rausbekommen, wie wir diesen, den Scheinwerfer, wie wir den, ausrichten. Also wohin? Vielleicht hat der Gabriel jetzt was zu sagen, wo es ihm ein bisschen wärmer ist. Ist es schon Zeit für den Test? Nein. Mach dir keine Sorgen darüber. Alles wird gut werden. Du wirst schon sehen. Wir müssen immer noch rauskriegen, wo der von Glover sitzt. Das große X auf Wagners Diagramm befindet sich in einem Bereich, der auf der Platzordnung als mittlere Loge bezeichnet wird. Ich überprüfe das lieber. Ja, aber das... Ach so, jetzt geht's, oder wie? Oder hä? Da waren wir doch gerade. Na warte, geht das jetzt, oder was? Das ist bestimmt die mittlere Loge. Wagner meint, dass von Glover hier sitzt. Und Leber. Nun muss ich nur noch irgendwie die Türen blockieren. So, da wir ja jetzt wissen, wo der von Glover sitzt, werden wir ja jetzt wohl auch den Scheinwerfer ausrichten können. Jo, es funktioniert. So, und jetzt noch ausrichten. So, schön auf die Loge.
Perfekt. Gut. Aber was jetzt? Ich sollte vielleicht mal auf die Liste... Ach, guck mal, das ist ein neuer. Ich sollte vielleicht mal auf die Liste gucken. So, Kronleuchter aus... Okay. Das ist Paul, der Oberplatzanweiser. Okay, müssen wir dem jetzt wahrscheinlich den Sitzplan zeigen? Paul? Ja? Es gibt heute Abend zwei Sondereinladungen. Eine ist an Baron von Glover adressiert, die andere an Kommissar Leber. Beide werden in der mittleren Loge Platz nehmen. Ich hab's hier angestrichen. Kein Problem. Oh, und wenn Kommissar Leber ankommt, suchen Sie mich bitte. Ich muss mit ihm reden, bevor er Platz nimmt. Ja, Frau Nakimura. Gut. So, aber wohin jetzt? Nochmal zu Gabriel? Entschuldigung, Frau Nakimura. Ja? Ach, da ist er wieder. Es ist Zeit, die Türen zu öffnen. Jetzt schon? Wir sind noch nicht so weit. Die Vorstellung beginnt in 15 Minuten. Die Zuschauer haben seit mehr als einer Stunde draußen gewartet. In Ordnung. Geben Sie mir noch 5 Minuten, ja? Na gut. In 5 Minuten öffnen wir die Türen. Okay, in 5 Minuten werden die Türen geöffnet. Das heißt aber, wir müssen doch Gabriel noch in den Raum da schaffen. Also in Sicherheit bringen. Gabriel? Wir müssen dich jetzt verlegen. Entschuldigung. Ist es Zeit für den Test? Nein, wir haben keine Zeit. Ich habe im Keller einen sicheren Platz für dich gefunden. Dort wirst du sicher sein. Aber der Test? Es ist jetzt zu spät, etwas zu ändern, selbst wenn wir es testen könnten. Na los. Kann man absperren? Stopf dir die Ohren zu und du wirst wahrscheinlich gar nichts spüren. Ich wünschte, wir hätten es getestet. Wir haben keinen zweiten Versuch, Gracie. Entspann dich. Bis nachher. Gabriel? Was? Ich muss dir was sagen. Ich habe Mist gebaut. Wovon redest du, Gracie? Der Handwerker musste die Maße verändern. Es ist das Theater. Es ist nicht dasselbe Wittelsbacher Theater. Es wurde wieder aufgebaut. Und es ist kleiner. Ich weiß nicht, ob die Kristalle funktionieren. Ich kann einfach nicht glauben, dass du das gemacht hast. Verdammt nochmal, Gracie! Das hast du mit Absicht getan, oder? Gabriel! Öffne die Tür! Öffne die verdammte Tür! Nein! Du wirst die Tür jetzt öffnen. Wenn du noch nicht einmal ein einfaches, verdammtes Diagramm kapierst, muss ich es selbst machen. Selbst! Selbst! Hast du das kapiert? Mach auf! Tut mir leid. Ich werde mein Bestes tun. Gracie! Gracie!
die Ouvertüre. So, was müssen wir denn jetzt machen? Sollen wir mit ihm hier reden? Ich kann doch in den Klamotten nicht durch das ganze Theater laufen. Die Zuschauer sitzen doch. Ach ja, warte. Erstmal umziehen. Kommissar Leber, zu Ihren Diensten. Ich bin einer der Produzenten hier, Herr Leber. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute Abend. Sie sind mit einem zweiten Mann gekommen und Sie sind bewaffnet, richtig? So wie es auf der Einladung stand. Warum fragen Sie mich? Die Bereitschaftspolizei ist doch sonst für die Sicherheit da. Einer der Produzenten ist ein Anhänger von Ihnen. Wir brauchten noch Sicherheitskräfte und er wollte, dass Sie gute Plätze für die Aufführung bekommen. Es sind sehr gute Plätze, sehr generös. Aber es besondere Probleme, die Sie heute Abend erwarten? Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass wahrscheinlich gar nichts passiert. Ich hoffe, Sie haben recht. Ich würde nach der Aufführung gerne diesen Anhänger sehen. Ich hoffe, dass das möglich sein wird, Herr Kommissar. Nochmals danke. Ein Vergnügen. Der Leber kann also auch auf nett, ja? Mhm, das ist ja mal was ganz Neues. Ich muss nicht durch die Zuschauer. Ich würde die Vorstellung stören. Ach so, ja. Ach so, ja, am besten jetzt erstmal in den Beleuchtungsraum und gucken, ob der von Glover überhaupt da ist. Also Leber ist ja auf jeden Fall da. Da ist er doch. Ah, das ist also von Glover. Er hat wohl von der Falle noch nichts bemerkt. Jetzt muss ich noch dafür sorgen, dass er nicht entkommt. Hm? Ach so, erster Akt. Also wir müssen gucken, dass er nicht entkommt, ja? Ich habe den Schlüssel nie gefunden. Das ist blöd. Ach so, warte mal, aber wir können ja auch hier mit dem Seil. Leider ziemlich auffällig. Ja, das stimmt allerdings. Aber wir haben ja noch ein Privatschild. Jetzt hängt es von Wagner ab. Der zweite Akt.
Hier ist nichts als nutzloser Schrott drin. Hier ist nichts als nutzloser Schrott. Also das heißt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, hier zu entkommen, aber das ist doch gar nicht mal so die gute Idee, oder? Also es wäre doch besser für alle, wenn er drinnen bleiben würde. Auf der anderen Seite, vielleicht macht er sich auch einfach nur Sorgen um Gracie. Was haben wir denn noch bei uns? Ah ja, der Dolch. Vielleicht klappt's hier damit. Hier kann ich überhaupt nichts machen. Okay, also Gabriel ist jetzt auf freiem Fuß. Also ich halte das ja immer noch für nicht so die beste Idee, dass er jetzt hier rumläuft. Also im schlimmsten Fall hat man ja dann nachher zwei Werwölfe im Theater rumrennen, das wäre nicht so... Da kann ich nicht drauf. Wenn mich die Platzanweiser sehen, rufen die das Sicherheitspersonal. Ach so. Na gut. Dann nehmen wir die andere Treppe. Wieder ein Seil mitnehmen. Das Klebeband könnte noch nützlich werden. Oh. Diesmal ist es Klebeband. Irgendwann Hoppla. Kommt da mal was runter. Ich kann nicht in die Haupthalle gehen. Okay, ja, dann mal auf zu den Umkleiden. Hier gelandet. Engelhards Minnesinger-Kostüm. Nee. Wir verkleiden uns jetzt als Minnesänger? Ernsthaft? Ja, schick siehst du aus.
Also irgendwie steht ihm das nicht so. Ach schön. Und jetzt? Ach so, ja stimmt, erstmal schminken, ja. Mist. Was? Wieso Mist? Hä? Ach so. Nee, mach doch mal hier schminken, komm. Brauchst ein bisschen Puder. Das ist der Spiegel. Warum Puder? Du sollst dein Gesicht, das ist dein Spiegelbild und nicht dein... Egal. Okay, und jetzt? Jetzt ist nicht Frisierstunde. Jetzt ist nicht Frisierstunde. Hilfe! Oh. Okay.